Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute will ich euch zeigen, wie ihr bei Windows 10 ein neues Benutzerkonto einrichten könnt. Legen wir also gleich mal los. Um ein neues Benutzerkonto für Windows 10 anzulegen, gehst du hier unten links auf das Windows-Symbol, einmal draufklicken, dann gehst du in PC-Einstellungen und dann öffnet sich schon das Fenster, wo wir ein neues Konto anlegen können. Hier ganz logisch unter dem Namen Konten hier drauf gehen und dann können wir hier unten unter Familie und andere Benutzer ein neues Microsoft Windows 10 Konto anlegen. Um einen lokalen Benutzer anzulegen, einfach hier auf diesem PC eine andere Person hinzufügen klicken und dann öffnet sich schon dieses Feld hier. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn noch eine Person in eurem Haushalt ein Microsoft-Konto haben sollte, was ziemlich unwahrscheinlich ist, dann könnt ihr das hier eintragen. Überträgt das aber auch die Daten an Microsoft und ich würde hier euch ein lokales Konto empfehlen, dann braucht ihr das nicht. Das heißt, ihr schreibt hier, ich kenne die Anmeldeinformation für diese Person nicht, da draufklicken. Dann öffnet sich das hier, dann versucht Microsoft euch dazu animieren, nochmal ein Microsoft-Benutzerkonto zu erstellen für die zweite Person. Braucht ihr nicht, deshalb Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Und dann könnt ihr hier den Benutzernamen wählen, dann nehme ich jetzt mal Checker und dann fragt ihr euch nach einem Passwort. Ihr müsst es nicht machen. Also ihr braucht kein Kennwort eingeben, wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr eins eingebt, nehmt jetzt hier mal Test, dann müsst ihr leider noch 3 Sicherheitsfragen machen. Also da gibt es keinen drumrum. Erste Haustier, das war von mir aus Fritz. Fritz war mein erstes Haustier. Geburtsort, sagen wir mal München. Und Sicherheitsfrage 3, wie heißt mein ältester Cousin? Der heißt Thomas. So, und dann haben wir das Benutzerkonto lokal schon angelegt. Hier steht lokales Konto. Jetzt solltet ihr noch kurz festlegen, was für ein Kontotyp das ist. Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr habt einen Standardbenutzer oder ihr habt einen Administrator. Also wenn dieser zweite Benutzer alle Rechte haben soll, inklusive Software installieren und so weiter, dann müsst ihr Administrator nehmen. Standardbenutzer, dann kann er nur auf sein lokales Profil zugreifen, kann also in eure Konfiguration des PCs nicht eingreifen. Macht oft Sinn bei Kindern. Ja, die laden sich alle mögliche Freeware runter. Die sind meistens verseucht mit irgendwelchen Trojanern und Viren. Und wenn ihr es nicht braucht, macht ihr einen Administrator draus, dann kann derjenige alles installieren und alles machen. Wir machen mal Standardbenutzer und dann haben wir jetzt ein lokales Benutzerkonto bei Windows 10 als Standardbenutzer. Wenn ihr dann den Benutzer wechseln wollt, dann geht ihr einfach links auf das Windows-Symbol, dann könnt ihr hier statt herunterfahren auf den Pfeil klicken und dann habt ihr hier Benutzer wechseln. Kann ich euch jetzt nicht aufzeichnen, weil dann die Aufzeichnungssoftware abbricht, dann meldet sich sozusagen der aktuelle Benutzer ab und ihr könnt euch mit einem anderen Benutzer anmelden. Das war's dann schon. Könnt ihr hier beliebig viele Konten anlegen, also einfach wieder den gleichen Prozess durchgehen. Dann könnt ihr für jedes Familienmitglied ein eigenes Benutzerkonto erstellen und immer wenn der sich anmeldet, dann hat er eben seine persönliche Konfiguration, seinen persönlichen Startbildschirm. Ist ziemlich angenehm, kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinem Kanal folgt und wenn ihr mir ein Like gebt. Bis dann, euer Alex.